Jo, okay, herzlich willkommen zur fünften Folge Five Nights at Freddy's auf dem Kanal LP Al Dente. Und wir sind bei Nacht 3. Besser gesagt nach 3.1, weil 3.0 haben wir verkackt. Und ich klicke einfach auf Continue. Wenn ich den Kunden schon sehe, wisst ihr, dann. Oh nee. So, Nacht 3 ist schwer. Ich habe jetzt eine neue Taktik, dass ich versuche, sobald die Viecher weg sind, die Türen zu öffnen wieder. Falls die Türen irgendwie zu sind. Und. Jo. Haben wir gerade Ladebildschirm. Auf jeden Fall habe ich noch ein bisschen was anzukündigen. Und zwar bei Kuhn PvP sind jetzt die ganzen Einladungen rausgegangen bei Skype. Also wenn ihr jetzt eine Anfrage von Kuhn PvP bekommen habt, könnt ihr dort gerne annehmen. Das heißt, ihr seid dabei. Klingeling, Mama. Oh, ist schon weg, weißt du. Hier, also. Gut. Klingeling. Wo ist die Ente? Ich bin deinem Maul, bitte, danke. Bitte, danke, hahaha, die Ente ist weg. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Ja, was gibt's wie gesagt zu sagen? Ich werde bald einen Streamplan erstellen, damit ihr dann auch wisst, wann ich auf Twitch live anzutreffen bin. Da. Okay, ich dachte, der Bär wäre weg. Die Ente ist sicher hier unten oder so. Nö. Dann nicht. Ist mir recht. Solange die weg ist und mir nicht ins Gesicht springt, ist mir eigentlich alles recht. Ja, wie gesagt, ich werde halt einen Twitch. Upload und ein bisschen Streamplan erstellen. Also ich denke mal so 2-3 Mal die Woche eine Stunde werde ich schon streamen. Ich habe halt zurzeit meinen LOL-Noob-Stream Road to Level 10. Da erkunde ich gerade so ein bisschen League of Legends und wie gesagt, ich bin ein übelster Noob drin. Ja, wer es sich angucken will, ich bin wie gesagt öfters mal online. Mit Simon spiele ich öfters mal Mount Your Friends. Mann, wer schubt denn da immer in der Küche die Dings um Töpfe? Wo ist die Ente? Können wir das bitte jemand sagen? Ja, wie gesagt, Twitch, Kuhn ist raus und ja, mehr gibt es eigentlich auch zurzeit nicht anzusagen. Ich werde bald Outlast anfangen, wenn ich hier Five Nights at Freddy's durch habe. Aber ich glaube, das zieht sich noch. Denn die Ente ist ja immer noch weg. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Och komm. Da ist die Duck. Gut. Verpisst sich halt. Auch gut. Ich weiß gar nicht, ob der Laptop, also ob die Überwachungskameras auch Strom ziehen. Where is the duck hin? I don't know, man. Ich suche sie. Ja. Ja, mein neues Mausbungee ist jetzt gekommen von Rocket. Steht jetzt auch in der Videobeschreibung. Hammergeil, also vor allem richtig praktisch das Ding. Da fängt sich dann die Maus nicht mal irgendwo und ist gleichzeitig ein USB-Hub, wo die Webcam mit dran ist. Solange die Viecher nicht runterkommen, ist mir eigentlich alles recht bis jetzt. Ja, okay. Warte mal, jetzt ist die Ente weg, ne? Das ist nicht gut. Ist gar nicht gut. Buh. Nee, nicht. Mann, ich wollte eigentlich Strom sparen wegen grüner Wache und so. Ah, jetzt ist die Ente dort. Hallo. Was ist hier oben? Ah, jetzt ist alles aus. Mama, bitte erschrecken.
Lol, hier oben sind einfach alle weg. Okay. Das ist. Ist das jetzt ein Hund? Ah, ich weiß es nicht. Ich kann mir das nicht merken. Wer da jetzt was? Das Vieh ist auf jeden Fall da oben. Wer steht denn da? Ah, okay. Jetzt kommen sie aber wieder von allen Seiten. Jetzt wollen sie es wissen, ne? Komm, mach wieder an. Ja, jetzt ist die Ente dort, habe ich gewusst. Der cornert hier sicher. Buh? Nee, doch nicht. Dann hier Buh? Auch nicht. Oh ja, mach doch. Der steht aber auch nicht da. Die Ente steht aber dort. Das heißt, die Ente klotzt hier gleich rein. Finde ich doch. Ja, das finde ich nett, dass die mir Gesellschaft leisten wollen. Aber die Art und Weise finde ich halt von denen nicht okay. Da ist keiner. Mrs. Duck. Ich könnte ja einfach anfangen, den Viechern Namen zu geben, dass ich dann einfach nur noch sagen muss, was weiß ich. Das ist jetzt der und der. Gut, wie alles aus ist. Hallo? Alter Vater. Oh Leute, guckt sich das an, Alter. Oh fuck. Alter, Mann, der haut aber auch immer rein, ey. Okay, das war nach 3.1. Nächstes Mal geht's weiter mit nach 3.2. Alter, klopft der rein, ey. Junge, Junge. Gut, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und wenn ja, dann könnt ihr es gerne mit einem Daumen nach oben zeigen. Ja. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch die anderen Videos noch guckt. Aber ja, ist halt eure Entscheidung. Da haben wir auch schon uns das eine oder andere Mal erschreckt. Und da würde ich sagen, wir sehen uns wie gesagt im nächsten Video. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.